Man, das ist natürlich ein Begriff, wenn man von Neutrino-Voltaik redet, kann sich der Verbraucher einfach was drunter vorstellen. Wir haben heute klassisches Neutrino-Voltaik-Wetter, würde ich sagen. Der Himmel ist bewölkt, da ist es mit der Photovoltaik nicht so weit her, weil wenig Licht heißt wenig Strom. Wir ersetzen jetzt ja nicht die Solarzelle, sondern wir ergänzen die Solarzelle. Und die Neutrino-Voltaik hat halt den großen Vorteil, sie funktioniert nicht nur, wenn es bewölkt ist, sondern letztendlich auch bei völliger Dunkelheit. Ich denke, dass man dort jetzt nahtlos aufsetzen kann und quasi mit der Technologie, die schon vorhanden ist, in die nächste Evolutionsstufe gehen. Die nächste Evolutionsstufe heißt Neutrino-Voltaik. Bei der Photovoltaik haben wir, wie der Name schon sagt, die Photonen, also das Licht, das sichtbare Spektrum der Sonne, das Licht. Und es ging mal los, also die ersten Experimente waren in den 1930er Jahren. Dann hat man 1958 bei ersten Raumsatelliten diese Technologie verwendet. Und dann dauert es aber nochmal 15, 20 Jahre, bis dann in den ersten Taschenrechnern diese Technologie Anfang der 1970er Jahre verbaut wurde. Das Schöne an der Neutrino-Voltaik ist, wir können alles das, was Steuerungsmechanismen sind, was Speichermechanismen sind, die können wir eins zu eins von der Photovoltaik übernehmen und wir können das System ergänzen. Das heißt, der privilegierte Haushalt, der eine große Dachfläche hat, der dort eine Photovoltaikanlage hat, der kann jetzt zusätzlich direkt in den Keller die Neutrino-Voltaikanlage in Zukunft stellen. Und der eben nicht privilegiert ist, der eben nicht diese eigene Dachfläche hat, der vielleicht in einer Etagenwohnung lebt, der kann trotzdem in Zukunft diese Art der Technologie nutzen. Diese Voltaik-Technologien, da Alpha-Voltaik, Bravo-Voltaik, Gamma-Voltaik, alles, was an irgendeiner Form an Strahlung kommt, kann umgewandelt werden in elektrischen Strom.